Du suchst nach einem richtig coolen Erklärvideo für das Fach Deutsch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir von Silicon Valley Kids machen dich zum Deutschass. Alle Videos findest du auf unserem Kanal. Wir freuen uns über deine Unterstützung. Abonniere uns und schenk uns dein Like. Und jetzt geht's los. Hi und herzlich willkommen bei unserem Video zu Was sind Personalpronomen? Hier klären wir, was Personalpronomen überhaupt sind, welche Funktion sie haben und welche Personalpronomen es gibt. Für den Fall, dass du auf der Suche nach verwandten Themen bist, haben wir dir unten die passenden Videos verlinkt. Zugehörige Übungsaufgaben zum Ausdrucken und Mitknobeln findest du übrigens in unserem Blogartikel zu Pronomen. Den passenden Link findest du ebenfalls unten in der Beschreibung. Außerdem haben wir zum Schluss eine Rätselaufgabe für dich vorbereitet. Wenn du dir das ganze Video anschaust, solltest du sie aber ganz leicht lösen können. Und mit etwas Glück erhältst du dabei sogar eine Belohnung. Okay, dann starten wir direkt mal mit der Definition von Personalpronomen. Personalpronomen gehören zu der Wortart der Pronomen. Man nennt sie auch persönliche Fürwörter. Sie werden häufig genutzt, um ein bereits genanntes Nomen im Satz zu ersetzen. So werden zum Beispiel Wortwiederholungen verhindert und der Satz klingt einfach schöner. Es gibt 8 Personalpronomen, die sich in Singular und Plural unterteilen lassen. Personalpronomen im Singular, also der Einzahl, sind ich, du, er, sie, es. Und im Plural, also der Mehrzahl, wir, ihr, sie. Weil Pronomen im Satz auch dekliniert werden können, gibt es je nach Fall darum unterschiedliche Versionen eines Pronomens. Schau mal, hier in dieser Tabelle siehst du eine Übersicht der deklinierten Personalpronomen. Upsi, da fehlen ja ein paar. Schaffst du es, die fehlenden Personalpronomen in der Tabelle herauszubekommen? Erinnerst du dich noch, wie wir nach den 4 Fällen fragen? Genau. Wer oder was im Nominativ, wessen im Genitiv, wem für den Dativ und wen oder was für den Akkusativ. Schaffst du es, die fehlenden Personalpronomen in der Tabelle herauszubekommen? Der Genitiv von du ist deiner und von sie ihrer. Der Dativ von er ist ihm und von wir uns. Und der Akkusativ von ich ist mich und von sie ist sie. Perfekt. Schauen wir uns dazu am besten nochmal ein paar Beispielsätze zum Üben an. Findest du die Personalpronomen in diesen Sätzen? Der Zauberer hat heute ganz schlechte Laune, denn er hat vergessen, seinen Lieblingsumhang zu waschen. Die Meerjungfrau hat 7 Schwestern. Sie lebt mit ihnen in einem Unterwasserschloss. Das Einhorn liegt auf einer Wolke und schläft. Dabei wird es von einer kleinen Fee beobachtet. Na, hast du die Personalpronomen schon entdeckt? Genau, die Personalpronomen sind er, sie und es. Siehst du, wie sie immer das Nomen ersetzen? Bei dem ersten Beispiel könnte man genauso den Zauberer für er einsetzen. Denn der Zauberer hat vergessen, seinen Lieblingsumhang zu waschen. Die Meerjungfrau hat 7 Schwestern. Sie lebt mit ihnen in einem Unterwasserschloss. Hier steht das Sie für die Meerjungfrau. Es könnte genauso heißen, die Meerjungfrau lebt mit ihnen in einem Unterwasserschloss. Und bei dem letzten Beispiel können wir für es das Einhorn einsetzen. Dabei wird das Einhorn von einer kleinen Fee beobachtet. Du siehst, Personalpronomen können Stellvertreter für Nomen sein. Jetzt mal andersherum. Findest du passende Pronomen, um in diesen Beispielen Wortwiederholung zu vermeiden? Der Djinn lebt in einer Wunderlampe. Wenn du dem Djinn begegnest, erfüllt der Djinn dir 3 Wünsche. Die kleine Fee kichert frech, denn die kleine Fee hat dem Einhorn einen Streich gespielt. Das Monster brüllt sehr laut, doch eigentlich ist das Monster ganz freundlich. Bestimmt hast du es schon herausgefunden. Im ersten Beispiel können wir im zweiten Satz den Djinn gleich 2-mal ersetzen. Durch ihm, also er im Dativ, und durch er, Nominativ. Der Djinn lebt in einer Wunderlampe. Wenn du ihm begegnest, erfüllt er dir 3 Wünsche. Im nächsten Beispiel können wir im zweiten Satz die Fee ersetzen. Die kleine Fee kichert frech, denn sie hat dem Einhorn einen Streich gespielt. Beispiel 3. Klar, hier lässt sich das Monster durch es ersetzen. Das Monster brüllt sehr laut.
Doch eigentlich ist es ganz freundlich. Wow, super gemacht. Das war doch gar nicht so schwierig, oder? Jetzt bist du auf jeden Fall bereit für unsere Rätselaufgabe. Wenn du es schaffst, sie zu lösen, erhältst du mit etwas Glück für deinen Lernerfolg sogar eine Belohnung. Alle Infos dazu findest du unten in der Infobox. Start klar? Hier ist die Rätselaufgabe zu Personalpronomen. Finde alle Personalpronomen. Das Monster ist der beste Surfer in der Monsterwelt. Es übt jeden Morgen und jeden Abend. Kein anderes Monster kann ihm das Wasser reichen. Viel Spaß beim Knobeln. Wir sind schon ganz gespannt auf deine Lösung. Cool, dass du dabei warst. Jetzt bist du ein richtiger Deutschprofi. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es uns gerne in die Kommentare. Und wenn du schon dabei bist, werde Teil der Siva Kids Community. Klicke jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns über ein Like von dir und vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn du dich für weitere Deutschthemen interessierst, dann schau doch mal hier. Bis bald!